Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Neuzugänge aus dem Monat März. Der erste ist ja eine halbe Stunde lang gewesen. Ich muss mich bei dem zweiten auch wieder ein bisschen beeilen, weil es sind immer noch sehr viele Bücher und ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier auch nicht unter 30 Minuten rauskomme. Deswegen beginnen wir sofort. Und zwar mit My Fair Brady von Brian Kennedy. Eine relativ neue Gay-Romance, die allerdings, glaube ich, auch einen Coming-of-Age-Flair hat. Den hatte ich mir vorbestellt, der ist dementsprechend relativ schnell hier eingetroffen. Und ja, viel über den Inhalt weiß ich nicht. Eigentlich weiß ich gar nichts über den Inhalt, außer dass ich es mir gerne kaufen wollte. Dann ist bei mir eingezogen Curious Tides von Pascal Lasselle. Dieses Buch habe ich mir deswegen gekauft, weil es mir von der Vertreterin des Verlages sehr ans Herz gelegt worden ist. Auch dieses hier zuerst mit Farbschnitt. Es ist super dick. Es hat über 600 Seiten und es geht um Emery. Emery war bisher höchstens eine mittelmäßige Heilerin. Und dass sie einen Platz am renommierten Eldrin College für Mondmagie ergattert hat, verdankt sie allein ihrer besten Freundin Romy. Romy war immer die mächtigere Magierin, die klügere, die hübschere, der niemand widerstehen konnte. Doch nun ist Romy tot, ertrunken in einer Meereshöhle bei einer dummen Mutprobe zusammen mit 7 anderen Erstsemestern. Nur Emery hat überlegt und seither hat sich ihre Magie in etwas mächtiges Dunkles verwandelt. Niemand darf je davon erfahren, aber die Blicke des undurchschaubaren Kieran treffen Emery mitten ins Herz. Ahnt er etwas? Ein Roman wie eine Flutwelle. Also, soweit ich das verstanden habe, ist es ein Einzelband, was ich cool fände, ne, wenn wir mal ein Einzelband hätten und keine Reihe. Wie gesagt, die Vertreterin hat es mir so ans Herz gelegt. Sie hat gesagt, das ist ein fantastisches Buch und dass ich es unbedingt lesen soll. Von Fischer war die, genau. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, dann ist es meins. Dann habe ich es mir gekauft. Das ist super dick. Aber es sieht sehr, sehr hübsch aus. Also, ja, da habe ich jetzt dementsprechend richtig, richtig Bock drauf, Riesenlust. Einfach weil ich halt wirklich von der Expertin von Fischer gehört habe, dass es toll sein soll. Und ja, dementsprechend erwarte ich natürlich auch ein bisschen was. So, dann sind die zwei Special Hardcover Editions von Tahereh Mafi und von Chester Phenoms eingezogen. Imagine Me, Defy Me. Imagine Me ist der letzte. Oh, das ist super. Ich habe ja letztens die ersten drei nochmal gelesen. Und dann werde ich jetzt die letzten drei bald dranhängen. Dann habe ich die ganze Reihe nochmal auf Deutsch gelesen. Das ist super, weil ich hatte halt wirklich damals die ersten drei auf Deutsch gelesen. Damals gab es ja nur die ersten drei auf Deutsch. Und die anderen hatte ich auf Englisch gelesen. Und ich gestehe euch hier ganz ehrlich, damals habe ich nicht viel Englisch gelesen. Heutzutage verstehe ich es deutlich besser, weil ich sehr, sehr viel Englisch lese. Aber damals habe ich wenig Englisch gelesen. Und ich habe das Gefühl, ich habe nicht viel verstanden. Ich weiß so ganz grob, was passiert ist, aber in meiner Erinnerung verschwimmt alles. Und ich bin einfach froh, wenn ich das jetzt nochmal erleben kann. Ja, und das ist super, weil das kann ich jetzt. Und ich meine, das sind ja so Wendecover, damit die dann auch hier dazu passen. Und ja, finde ich super. Bei mir eingezogen die Traumbinderin von Kaya Bergmann, eine hier ortsansässige Autorin, die damals auch in der Buchhandlung Praktikum gemacht hat, als ich dort schon angestellt war. Sie ist, glaube ich, 1-2 Jahre älter als ich, war auch im selben Gymnasium und sie hatte eine Lesung bei uns im Buchladen und ich fand das so, so schön, weil es einfach super lustig ist, aber trotzdem mysteriös. In Die Traumbinderin geht es um eine Teenagerin, die in einem Dörfchen auf einen Jungen aufpassen soll, also sie soll seine Babysitterin machen und irgendwas ist da komisch. Und eines Tages stirbt ein kleines Mädchen im See und da steckt ein bisschen mehr dahinter, als sie anfangs ahnt. Und da kommen so ganz viele verrückte, mystische Sachen auf sie zu. Und es ist halt so toll, weil es ist so lustig geschrieben, man lacht halt wirklich viel. Ja, fand ich super, musste ich haben. Sie hat es mir natürlich auch signiert. Liebe Hanna, ich habe mich total gefreut, dass du heute gekommen bist. Hoffentlich gefällt dir die Geschichte ein bisschen. Viele liebe Grüße und weiter ganz viel Spaß mit deinem tollen BookTube-Kanal, Kaya. Ja, ich hatte ihr damals natürlich davon erzählt. Das war relativ am Anfang. Und ich mochte sie super gerne. Ich mag sie super gerne natürlich. Und die Lesung war fantastisch. Ich fand es richtig toll, sie nach langer Zeit mal wiederzusehen. Sie ist einfach so eine sympathische. Und ja, ich freue mich einfach, das Buch bald lesen zu können oder weiterlesen zu können, weil den Anfang hat sie uns ja vorgelesen und es war wirklich, wirklich bombastisch gut. Dann, ihr Lieben, wie sollte es anders sein? Ist natürlich Crescent City 3 bei mir eingezogen und ich muss sagen, Leute, was ist das? Was ist das? Also, ich bin ja ganz ehrlich, ne, Verlage. Ihr könnt es mit den Farbschnitten wirklich gerne kopieren, ja? Also ich meine, ihr merkt ja bei Bücherbüchse und Chest of Phantoms, es ist ein riesen Kaufargument, die Leute wollen den Farbschnitt überall haben, warum auch immer, ne?
Ich bin ja selber auch ein Farbschnittmensch. Aber das, ihr habt ja ein wunderschön goldenes Cover mit schwarzen Elementen im Hintergrund, hier Gold und Gelb. Und ihr macht einen lilanen Farbschnitt? Es ist halt wirklich nicht schön, ne? Der Farbschnitt ist nicht schön. Nein, 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 nein. Aber was soll's? Das Buch ist hier. Ich freue mich sehr. Ich habe dieses Mal keinen Aufschrei danach gehört, dass jemand das nicht bekommen hat mit Farbschnitt, weil das war ja beim zweiten und beim ersten Mal war das ja richtig furchtbar. Da gab's ja viele Beschwerden. Ich habe das beim dritten jetzt Gott sei Dank nicht so mitbekommen, deswegen vielleicht haben sie es da besser gemacht. Ich meine, sie haben ja jetzt bei Fourth Wing sich darauf geeinigt, immer so eine Deluxe-Ausgabe rauszubringen, was ich super finde. Übrigens, wisst ihr, was mich richtig ankotzt? Bei dem neuen Magnolia Parks, ne? Die haben bei allen Magnolia Parks haben die einen Farbschnitt gemacht, nur bei dem neuesten nicht. Was ist da los? Was ist denn los bei euch? Ich glaube, ich habe den auch noch gar nicht gekauft. Aber ich verstehe es nicht. Wieso? Also ich meine, wenn man dann einen schlichteren macht, ja, das hat man ja gesehen. Bei den ersten zwei von Magnolia Parks waren ja noch so Blüten nebendrauf. Bei Band 3 und 4 war es schon ein einheitlicher Buchschnitt, wo ich mir schon so dachte, naja, also kann man irgendwie einheitlich bleiben? Was ist da los? Und jetzt beim letzten ist einfach gar kein Buchschnitt mehr da. Kein Farbschnitt mehr. Und ich denke mir so, hä? Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Hat sich wahrscheinlich im Deutschen nicht so gut verkauft, könnte ich mir vorstellen. Und dann haben sie sich gedacht, nee, das Geld sparen wir uns. Aber für die Leser ist es halt echt scheiße, finde ich. Das finde ich echt mal wieder gemein. Sehr, sehr gemein. Dann, ihr Lieben, ist bei mir eingezogen Lakestone Campus. Auch der hat einen halben Farbschnitt, da so oben und hat er nichts, aber hier hat er was. Wenn ihr euch wundert, die Charakterkarte ist hinten ins Buch geklebt. Da hatten viele erstmal aufgeschrien, so, ich habe keine Charakterkarte, die klebt hinten im Buch drin. Ich habe es signiert. Yippie! Ja, genau. Harlow steht mit einem Bein im Gefängnis, denn um ihren kleinen Bruder eine lebensrettende OP zu ermöglichen, hat sie ein milliardenschweres Bankkonto gehackt. Doch unerwartet bietet ihr ausgerechnet der Leiter der renommiertesten Universität Seattle einen Deal an. Wenn sie ein Stipendium annimmt und mit dem Hacken aufhört, sorgt er dafür, dass ihre Strafe milder ausfällt. Neu auf dem Lakestone Campus hält Harlow ihre Vergangenheit geheim, auch vor Zack. Zack, der aufgrund eines Gendefekts nicht sprechen kann, dessen Blicke sie jedoch tiefer berühren als 1000 Worte. Aber der Literaturstudent ist nicht der Einzige, der Harlow immer näher kommt. Ihr ehemaliges Hackernetzwerk kontaktiert sie und gefährdet damit nicht nur ihr Stipendium. Es klingt richtig cool, ne? Vor allem auch so mit der Idee, dass er halt nicht sprechen kann, glaube ich, ne? Finde ich richtig cool. Einfach mal so einen neuen Twist reingebracht, ne? Dass es nicht so dieses 24-7-Ding ist. Finde ich nice. Ja, und das wird bald gelesen, weil wir das nämlich in unserem Buchclub lesen. Yay! Dann, ihr Lieben, ist nach langer, langer, langer Wartezeit, das habe ich ja schon so gefühlt vor 1000 Jahren bestellt, endlich die Deluxe Edition von der Maple Creek Reihe bei mir eingezogen. Save Me in Maple Creek und Meet Me in Maple Creek ist dieselbe Autorin. Alexandra Flint ist dieselbe Autorin. Ich habe die auch schon im Taschenbuch. Und jetzt, genau, sind sie nochmal von Bücherbüchse rausgekommen. So, und somit kommen wir zu meiner dritten Ausgabe von einer Reihe, die ich vor Jahren gelesen habe, sehr, sehr mochte, von der ich euch aber nichts mehr erzählen kann. Ich weiß rein gar nichts mehr über diese Reihe, deswegen finde ich es ganz schön, dass jetzt irgendwann bald in den nächsten ein, zwei Jahren eine, ich glaube von Prime, eine Serie rauskommt. Es geht um die Save Me-Reihe, die ich nochmal in der Hardcover-Ausgabe haben musste. Ich besitze jetzt zwei Hardcover-Ausgaben, eine broschierte Ausgabe, da haben wir Save Me. Da haben wir Save You und da haben wir Save Us. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Ihr kennt die Reihe alle, wir lieben die Reihe alle und jetzt besitzen wir alle mehrere Ausgaben. Es geht echt ins Geld, ne? Aber die musste ich haben, weil die sind so schön und sie haben sie ja quasi auch umbenannt in Maxton Hall-Reihe. Ich muss jetzt den Kunden immer dazu sagen, wenn sie sagen, ah, ich hätte gerne die Max Horror-Reihe, muss ich immer fragen, haben Sie die Save Me-Reihe schon? Was ist dieselbe Reihe? So, ja, da gibt es nämlich viele Verwechslungen, Leute. Viele Verwechslungen. Suzume ist bei mir eingezogen. Und ich will es eigentlich echt bald lesen, weil ich habe den Trailer zu diesem Film gesehen. Und das Krasse war, als dieses Buch in den Laden kam, mit diesem Bild, ne? Ich weiß nicht, worum es da geht, aber ich habe den Trailer gesehen und dieses Lied. Ich muss nur dieses Bild sehen, da geht mir dieses Lied durch den Kopf. Leute, das war ja ein TikTok, ne? Da, 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 da,
und so weiter und so fort. Wisst ihr? Leute, ich habe dieses Bild gesehen und sofort war das in meinem Kopf. Ich habe eine Gänsehaut gehabt. Ja, ich war so, oh. Der Trailer war richtig krass. Ich liebe die Filme von Makoto Shinkai. Your Name und Weathering with You, oh, das war so toll. Diese Bilder, ne? Diese Grafik, diese Farben, das ist so wunderschön. Und diesen Film habe ich schon vorbestellt, weil der Trailer war so, so toll. Und das Buch war halt schon da. Und ich war so, ja, das ist meins. Dann ist das bei mir eingezogen, All That We Never Were von Alice Kellen. Leute, TikTok-Sticker, ich habe es euch schon mal erzählt, der TikTok-Sticker ist für mich das, was für viele andere der Bestseller-Aufkleber-Sticker ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, alles das, wo TikTok dran steht, liebe ich. Und bisher gab es noch kein einziges Buch, was ich von TikTok empfohlen bekommen und gelesen habe und scheiße gefunden habe. Nichts. Alles habe ich geliebt und deswegen dieser Sticker muss ich haben. Ne? Das ist nicht besonders aufgemacht. Ich meine, das Buch ist hübsch, aber es hat keinen Farbschnitt, nichts. Und ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Dieser Sticker ist drauf, ich habe es gekauft. Das ist die ganze Geschichte zu diesem Buch. Frag mich, worum es geht, ich weiß es nicht. Dann dieses hier, Zeilenflüstern von Kira Grohe, hatte ich gar nicht geplant zu kaufen, auch wenn es auch einen Buchschnitt hat. Ich hatte es nicht geplant, aber dann sind mein Mann und ich shoppen gefahren und ich habe es gesehen und ich war so, okay, dann lese ich es mir mal durch. Und es klingt ja so toll, ne? Jede Nacht lässt sich Clara von Noel Carter in den Schlaf flüstern. Dabei kennt sie nur seine Stimme. Alles andere versteckt der Hörbuchsprecher hinter einem Pseudonym. Bis ihr erster Job bei der Sweet Lemon Agency Clara in ein Tonstudio führt, in dem ausgerechnet Noel auf sie wartet. Er soll ihre Werbetexte für eine sinnliche neue Kampagne einsprechen und hasst jedes Wort davon. Denn für den gescheiterten Schauspieler sind die Aufnahmen ein weiterer Beweis dafür, dass er von niemandem ernst genommen wird. Von niemandem außer Clara, die ihm zeigt, wie viel zwischen den Zeilen steht. Ich finde, das klingt fantastisch. Und danach konnte mich keiner mehr aufhalten, das Buch zu kaufen. Ne? Und ich meine, das Gesamtpaket hat hier natürlich auch gestimmt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Dann, ihr Lieben, ist noch der erste Teil der Lakefront Billionaires bei mir eingezogen, Love Redesigned. In der Chester Fandoms Ausgabe, wieder natürlich genauso aufgemacht wie die Dreamland Billionaires. Das ist ja eine Spin-off-Reihe der Dreamland Billionaires. Auch hier dementsprechend wieder mit tollen Bildern. Wunderbar, im Hardcover, sehr, sehr schön. Ich freue mich. Dann Yours Truly von Abby Jimenez. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen und bei dem hier war auch wieder der Farbschnitt das Totschlagargument, weil ich finde, das sieht wirklich richtig nice aus und es soll eine wunderbare Rom-Com sein. Ja, ich liebe ja so Liebesgeschichten, die lustig sind, die aber trotzdem auch ein bisschen Spice haben. Ich mag das so gerne und ich glaube, das hier könnte so perfekt sein. Briannas Leben könnte besser laufen. Sie steht kurz vor der Scheidung, muss ihren kranken Bruder pflegen und die Beförderung zur Chefärztin. Die liegt wegen Neuankömmling Jacob auf Eis. Sie will ihn hassen, aus tiefstem Herzen. Doch dann bekommt sie einen Brief von ihm. Ein Brief, der beweist, dass er nicht der Teufel höchstpersönlich ist, sondern witzig und introvertiert. Brianna hat keine andere Wahl, als sich mit ihm anzufreunden. Doch als Jacob ihr in einer schwierigen Situation zur Seite steht, bittet er sie im Gegenzug um einen kleinen Gefallen. Einen Gefallen, der die freundschaftlichen Gefühle, die die beiden gerade füreinander entwickeln, auf die Probe stellt. Leute, das könnte so cute werden! Ich freue mich so auf dieses Buch. Oh mein Gott, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das wird auf jeden Fall ein Summer Read. Das wird jetzt bald gelesen oder Frühlingsread. Also ganz ehrlich, ich habe so geile Bücher diesen Monat bekommen. Ich bin so excited. Unter anderem auch An Optimist's Guide to Heartbreak von dem Verlag. Fast noch nichts gehört. Der Farbschnitt ist wunderschön. Aber auch hier TikTok. Es steht TikTok drauf. Also ist es meins. Es wird eine zweiteilige Reihe, wobei der zweite auch sehr, sehr hübsch ist und einen sehr, sehr krassen Kontrast zum ersten gibt. Also ganz toll, freue ich mich sehr. Wie Sonnenschein an einem verregneten Tag. Lucy Hope ist eine echte Optimistin. Mit ihrer heiteren und aufgeschlossenen Art begegnet sie jeder dunklen Wolke mit einem Lächeln. Selbst wenn es sich dabei um ihren ehemals besten Freund Cal handelt. Und der ist irgendwie traumatisiert und eher der Pessimist und so weiter. Und das ist deren Love Story. Ich finde das Buch sehr, sehr hübsch. Ich weiß nicht wieso. Da ist einfach nur ein Blumenstrauß drauf, der so ein bisschen vertrocknet, zerquetscht aussieht. Keine Ahnung. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Riesenfan von diesem gesamten Buch, muss ich sagen. Ja, freue ich mich sehr drauf. Dann, ihr Lieben, haha, musste natürlich Wildfire einziehen von Hannah Grace. Ich habe ja Icebreaker noch nicht gelesen, ich bin aber gerade dran, weil ich so Bock auf den zweiten habe. Im ersten geht es halt ums Eislaufen und ich mag Eislaufen auch total und es ist auch, ne, obwohl ich jetzt schon eine Weile lese und es viel ums Smut geht und das ist definitiv meins. Aber ich habe halt noch mehr Bock auf den zweiten, weil in Wildfire geht es um ein Sommercamp. Und spätestens seit Him und Us
bin ich ein Fan von Camps. Ich bin ein Fan von Sommercamps. Und in dem Fall freue ich mich sehr auf Wildfire, der zweite Teil. Und es kommt ja sogar auch noch ein dritter Daydream, das noch kein Cover hat. Aber es kommt noch ein dritter und das finde ich sehr cool. So, ihr Lieben, wir sind fast am Ende angekommen, was ich ziemlich super finde. Ja, dann ist noch Healed in der Special Edition bei mir eingezogen von Jennifer and Armentrout. Die habe ich ja alle von Bücherbüchse und ich war sehr, sehr happy, dass sie auch das dünne Zusatzbändchen im Hardcover passend zur Reihe rausgebracht haben. Das hätte mich sonst sehr geärgert, wenn ich mir das im Taschenbuch hätte holen müssen. Es hat auch wieder einen unheimlich tollen, ja, Schutzumschlag, den man halt auch umwenden kann. Ich finde es super. Ich freue mich sehr, dass sie das gemacht haben, weil es halt wirklich super dünn ist. Als ich das in der Hand hatte, das Taschenbuch, war ich so, ach du Scheiße, ist das dünn. Also danke, 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 Bücherbüchse, dass ihr das noch passend zu den anderen dazugepackt habt, damit ich jetzt die Hardcover habe und mir nicht noch zusätzlich die Taschenbücher holen muss. Das ist sehr gut. Und dann habe ich mich irgendwann nach langer, langer Warterei. Das ist das Gute bei Chest of Fandoms, finde ich auf jeden Fall, dass da die Sondereditionen nicht so schnell weg sind. Also ich habe keine Ahnung, ob die mehr drucken als Bücherbüchse, aber da kann man auch nach Jahren noch Special Editions bekommen, die sie halt vor 3 Jahren rausgebracht haben. Und bei der Reihe hier musste ich ein bisschen überlegen, bis ich dann aber gesehen habe, dass sie auch super krass geile Illustrationen, ich glaube im Vorsatz drin habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Es geht um die Reihe von Laura Kneidel, Die Krone der Dunkelheit. Ja, genau, da habe ich mir die Special Editions bei Chest of Fandoms geholt. So sehen die aus. Und das hier ist noch der. Das ist der zweite. Ja, habe ich euch jetzt in der falschen Reihenfolge gezeigt. Plus, da war das noch dabei, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht, ob das nur in dem Paket drin war, aber das hasse ich ja an Postkarten, wenn nicht draufsteht, wo es dazugehört. Hier steht es nicht dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dazugehört. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's aber. Mit meinem zweiten Part tatsächlich. Also wir haben es geschafft. Yippie! Und das sind richtig nice Sachen bei mir eingezogen. Ich habe bei sehr, sehr vielen davon geplant, sie im April zu lesen. Also drückt mir die Daumen, dass ich viel, viel, viele Bücher davon schaffe, weil ich habe sehr, sehr viele davon priorisiert, jetzt bald zu lesen und bin mal gespannt, was ich davon wirklich alles schaffe. Das werdet ihr dann in meinem Lesemonat sehen. Aber ihr könnt euch jetzt erstmal natürlich auf meinen März-Lesemonat freuen, denn da habe ich auch richtig geile Sachen und auch viele Sachen gelesen. Und dementsprechend wird es ein cooler Lesemonat. Also freut euch drauf und schaut ihn euch an. Ich verlinke ihn euch in der Infobox und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!